So. Sehr schön. Gucken wir uns jetzt hier nochmal noch ein bisschen um. Ein Magier, der damit umzugehen weiß. Was haben wir hier drin? Ah, hier haben wir nochmal Schwalbe. Einst legten sie mich hier drauf. Gerade sieht es eher so aus, als wenn da noch ein Kind liegen würde. Vielleicht beängstigend. Moose und Gräser. Von dem Geruch wird mir schwindelig. Eskel kam vorbei, während ihr euch ausgeruht habt. Triss ist noch bewusstlos, aber stabil. Das beruhigt mich. Ich habe eine Entscheidung getroffen, Wolf. Wir verlassen Kaer Morhen. Hier hält uns nichts mehr. Ich verstehe. Wir müssen uns von Leo verabschieden und warten, bis Triss sich erholt. Und die Banditen? Ja, wir müssen ein paar Dinge zu Ende bringen. Aber zuerst brauchen wir einen Heiltrank für Triss. Wir müssen Zutaten besorgen. Hier ist nichts mehr übrig. Ich kann mich darum kümmern. Wie braue ich den Trank? Lambert wird euch die Formel geben. Sucht am Kamin nach ihm. Er ist bei unserer tapferen Zauberin. Lambert? Er hasst Triss nicht? Ich denke, er hat Schuldgefühle. Wenn Triss aufwacht, wird sie als erstes hören: Endlich wach, Merigold! Typisch Lambert. An die Arbeit. Später bringe ich euch bei, wie man Zutaten aus Ungeheuern extrahiert. Ich bin im Hauptsaal. Gut. Linksklicke auf das Rollensymbol oder drücke J, um das Tagebuch zu öffnen. Drücke auf Quest, um eure nächste Mission zu sehen. Wählt den Quest-Trank für Triss. Dann linksklicke auf Quest verfolgen, um die Mission auf der Karte zu verfolgen. Okay. Ja, seine Beinanimation ist atemberaubend. Das ist wirklich 1A. Wie er so die Beine voreinander setzt. Die Füße, das ist wunderbar. So. Gut, das ist aktiv. Wenn wir jetzt hier einmal hochsprinten. So, mal gucken, wo die arme Triss liegt. Geralt, stimmt etwas nicht? Ich habe keine Zeit, mich zu unterhalten. Ich muss einen Trank für Triss brauen. In der Waffenkammer im oberen Stockwerk solltet ihr eine Fiole weiße Möwe finden. Holt euch etwas Calcium-Equum aus dem Abendsaal. Sucht in den Truhen nach weißen Steinen. Solltet ihr auf Nachzügler stoßen, beseitigt sie. Wir können keine Gefangenen brauchen. Die Treppe findet ihr hinter dieser Tür. Ich würde ja gehen, aber Merigold liegt bewusstlos beim Feuer. Wo bekomme ich Alkohol her? In einer Kiste in der Waffenkammer im oberen Stockwerk solltet ihr weiße Möwe finden. Der Raum ist voller Waffen. Ihr erkennt ihn, wenn ihr ihn seht. Lambert, ich muss euch etwas erzählen. Was ist los? Leo. Die Banditen haben ihn getötet. Er war nicht bereit. Was für ein Verlust. Wir spüren sie auf, Wolf. Wir rächen Leo. Wir sehen uns später. Bereite Tränke während der Meditation zu. Sammelt zunächst die erforderlichen Zutaten. Okay. Dann. Hier ist die Feuerstelle dann. Ein Hühnchen. Ein lecker, lecker schmecker Hühnchen. Und Grillspieße. Haben wir hier drin. Hähnchenkeule, Visimas Gold und Fischis. Leckere kleine Fischis. Oh Gott, warum habe ich denn den Schluck auf? Zum Glück nur einen leichten. So. Das einmal. Belegtes Brot mit Huhn. Uah! Wo kommst du denn her? Wagt es, die Salamandra herauszufordern? Und du wagst es, die Hexe herauszufordern? Ganz schön blöd. Okay. Gegen einen Happen hätte ich nichts einzuwenden. Meint er uns oder meint er... Ich lass euch quieten!
Okay, Münzen. Oder Ohren sind das ja. Sind ja keine Münzen. Ich glaube, wir verlassen auch bald Kaer Morhen. Nehme ich recht im Sinne. Legt euch mit mir an und ihr sterbt. Was machst du denn hinter mir? Hat wohl jemand Langeweile. So. Klingenüberzüge. Weiß noch nicht genau, wofür wir es brauchen. Ein unbekannter Trank. Feuerchen. Schale zum Baden. Und einer der nächsten Banditen. Ich glaube, langsam kriege ich das wirklich hin mit dem Wechseln der Kampfstile. Das ist ja ganz so schlecht. So. Hier haben wir einmal Tafelwasser und Malmstein. Brot, Ziegenmilch und Hammelbein. Nochmal Tafelwasser. Ah, da ist die... Das Ding ist kaputt. Ah, wie findet ihr mich eigentlich immer? Das wüsste ich gern mal. Ah, ich glaube, das hier ist der Raum, wo man im dritten Teil dann ist. Mit Yennefer. Das sieht ja genauso aus. Ob er das ist, weiß ich allerdings nicht. Wobei, ja gut. Ach, ich muss mal ganz kurz. Muss mir diese Öhrchen abmachen. Ach, jetzt kriege ich dann wieder Kopfweh. Gestern hatte ich die halbe Nacht einfach nur noch Kopfschmerzen. Habe mir dann mitten in der Nacht noch eine Kopfschmerztablette geholt. War nicht schön. Das muss ja heute nie wieder sein. Eine Art Bibliothek, hä? Mode. Und bewahrt man denn hier Wasser auf? Okay. Achso, das ist ein Regal. Gerade sagen. Sieht ein bisschen komisch aus. Ja, in dem Bett möchte ich nicht schlafen. Das liegt mir dann doch ein bisschen zu weit am Abgrund. Ich glaube, ich wurde schon wieder entdeckt. Oder? Nee. Doch. Das hätte ich nicht geahnt. Eine Meldung wie zu schnell oder zu langsam könnt ihr in der Spieloption ausschalten. Wo echt? Wo denn? Ah, da. Schwebende Infoblasen. Das ist gut. Weil die nerven dann wirklich ein bisschen. Überreste.
Aber das, was wir suchen, haben wir immer noch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass wir es hier finden. Schwalbe, Ketchwengold, bekannter Trank, Furchtbringer. Oh, hier ist eine Karte. Kann man nur leider nicht wirklich lesen. Schade, schade. Okay. Gehen wir hier noch rein? Weiße Möwe, hier ist es. Solche. Nehmen wir auch mal mit. Übungspuppe. Okay. So, hier haben wir einmal den Furchtbringer. Eine Sammlung von Informationen über ein außergewöhnliches, seltenes Ungeheuer, den Furchtbringer. Da kommt ein Bestiariumseintrag hinzu. Okay. Monstrum oder wahrhaftige Beschreibung der Hexer. Anonymus. Wahrlich nichts Abstoßenderes existiert, denn diese widernatürlichen Ungeheuer, die man da Hexer nennt, sind sie doch die Ausgeburten übler Zauberei und Hexerei. Schurken ohne Gewissen sind sie. Ausnahmslos. Tugend und Skrupel sind ihnen fremd. Sie sind wahre Kreaturen der Hölle, die nur Mord und Totschlag kennen. Unter anständigen und ehrlichen Leuten ist kein Platz für ihresgleichen. Und dieses Gemorhen, wo die Bösen hausen und üble Rituale ausüben, muss vom Antlitz der Erde getilgt werden, woraufhin sämtliche Spuren ihrer teuflischen Präsenz mit Salz und Salpeter zu reinigen sind, um das Werk zu verenden. Sehr schön. Sehr charmant. So was liest man noch gerne. Nicht. Hier kann man einmal runtergucken. Aber man kann nicht runterfallen. Das ist schon mal gut. Ich möchte aber auch einmal noch draußen vor die Tore gucken. Ich glaube, der Furchtbringer müsste da dann sogar noch liegen. Wenn ich mich recht entsinne. Diese Wandmalereien sind cool. Es sieht aus, als sei ein Hexer mit dem Schwert schon immer talentierter gewesen als mit dem Pinsel. Naja, so schlecht sieht es aber gar nicht aus. Hexer Georg erschlägt den Drachen. Ich finde, es gibt schlimmere Wandmalereien. Okay, da kommen wir noch nicht raus. Schade. Ich hoffe, dass wir da gleich noch raus können. Ah, das war ein harter Kampf. Ich bin oben auf ein paar Eindringlinge gestoßen, aber... Ich weiß, sie dürften kein Problem sein. Aber Lambert hat sich von dem Furchtbringer erwischen lassen. Nichts Ernstes. Gut, dass ihr Triss gefolgt seid und den Magier übernommen habt. Sie konnte etwas Ausrüstung retten. Aber es sieht aus, als seien die wichtigsten Stücke weg. Unsere hübsche Zauberin hatte recht. Ich weiß. Ihr habt euch gut geschlagen, Wolf. Nehmt diese Rüstung und das Schwert. Ich habe beides für euch aufbewahrt. Gibt es noch weitere Hexer? Insgesamt gab es 3 Hexerschulen. Aber ich habe lange nichts von den anderen beiden gehört. Ihr habt alle Hexer kennengelernt, von denen ich weiß. Außer Berengar. Kannte ich ihn? Ich glaube nicht. Er war sehr introvertiert und ging seinen eigenen Weg. Hier kann keiner von sich behaupten, dass er Berengar kennt. Er lief oft aus Kaer Morhen weg, kam am Ende aber immer wieder zurück. Nach der Prüfung der Gräser
akzeptierte er schließlich sein Schicksal und begann ernsthaft zu trainieren. Warum ist er nicht hier? Ich weiß es nicht. Wir haben vor einiger Zeit den Kontakt zu ihm verloren. Darf ich euch etwas fragen? Gewiss. Wer war Leo? Einer von hunderten Weisen des Krieges mit Nilfgaard. Ich machte ihn vor 6 Jahren zum Lehrling. Tut mir leid. Wir werden unsere Geheimnisse finden. Und auch Leos Mörder. Selbst wenn sie bis ans Ende der Welt geflohen sind. Hallo Thomas, schön, dass du vorbeischaust. Wie geht es dir? Hattest du einen schönen Tag? Wir unterhalten uns später. Oh. Ah, da vorne liegt Triss. Okay. Was braucht ihr? Erledigt. Ich habe die Zutaten. Und oben ist es sicher. Gut, aber ihr braucht 2 weitere Zutaten, um den Trank zu brauen. Die Klaue einer mächtigen Bestie und etwas Schöllkraut. Wesimir sagt euch, wo ihr das findet. Lasst mich euch die Formel lehren. Okay, wieso das denn? Was war denn los? So. Nee, warte mal. Was trankst du denn mit dem Auge als furchtbar, dass der gestellt wird? Okay. War das das? So, dann müssen wir jetzt hoffentlich einmal, oder können wir jetzt hoffentlich einmal raus? Nee, immer noch abgeschlossen. Okay. Hätte ja sein können. Der dicht. Jetzt fliege ich auf Lagerfeuer entzünden und in die Meditationsmodus zu wechseln. Das ist aber das Tagebuch. Wählt die Formel, die als Triss Heiltrank markiert ist, um automatische Zutaten in die Fiole zu geben. Linksklick dann auf Mischen und unten rechts auf den Bildschirm. Okay. Gut. Trank für das Bewusstsein. Jetzt drücke ich doch drauf. Nee, will er nicht. Spezialsubstanz, okay. Ja, dann muss ich gleich nochmal kurz nachgucken. Wir kommen hier wieder raus. Der Blutspinne war aber vorwurzel zu wenig gegessen, getrunken, wo halt schön links verschoben und hat mir gedient. Teilweise ging ja auch auf die Erste. Oh, scheiße. Klingt echt gar nicht gut. Wobei hatte ich auch einmal, aber nicht ganz so schlimm. Oh, ist echt mies. Ja, da glaube ich, dass es hier nicht ganz so gut geht. Was braucht ihr? Was soll ich jetzt tun? Redet mit Wesimir. Er wird euch Anweisungen geben. Wir sehen uns später. Ah, das war nur, weil wir den Gutschein brauchten. Okay. Lambert hat mir die Formel gegeben. Ich nehme an, weiße Möwe und Calcium-Ecoum habt ihr bereits. Ja. Was jetzt? Ihr braucht Schöllkraut. Nehmt, was ich habe. Und die Klaue eines Ungeheuers wie den Furchtbringer. Um eine Kreatur zu häuten, schneidet ihr mit einem Messer am Torso entlang. Ihr findet den Furchtbringer im oberen Innenhof. Okay, jetzt nachdem ihr die Klaue entfernt habt, solltet ihr euch am Feuer ausruhen, während ihr den Trank zubereitet. Okay.
gut. Ja, dann machen wir das nochmal. Stimmt, dann hatten wir jetzt eben nur den Grundstoff. Brauchen wir jetzt das andere noch? Und da liegt der Furchtbringer. Um alchemistische Komponenten zu extrahieren, Linksklick auf den Furchtbringer-Kadaver. Lest Bücher, um Informationen über Ungeheuer und alchemistische Zutaten zu gewinnen. Ihr müsst über Zutaten Bescheid wissen, bevor ihr sie sammeln könnt. Das war falsch. Geh jetzt auch so durch den gelben Balken dargestellt. Ja, okay. Ja, bitte. Jetzt haben wir hier einmal Furchtbringer-Klaue und Furchtbringer-Auge. Sonst liegt hier nichts mehr. Das hatten wir schon erkundet. Dann einmal ab wieder hier hinein. Jetzt sollte dem Trank eigentlich nichts mehr im Wege stehen. Um einen Trank herzustellen, klickt ihr mit der Linkmaus das auf die Fiole. So, Trank für Triss. Den können wir jetzt mischen. So. Sehr gut. Dann wieder die Frage, wo liegt denn Triss jetzt schon wieder? Eben lag die noch hier. Da hat die gar nicht aufstehen. Bewegt sie sich von A nach B nach C. Warte, gleich oben. Ich glaube, sie liegt oben. Sicher bin ich mir natürlich nicht. So. Wir waren hier ja nicht eben gerade erst. Tun sie zumindest hier oben rum. Gut. Wo ging es doch mal da hoch? Gesellschaftssaal. Hallo Kaya, schön, dass du reinschaust. Darf ich einen Clip schicken von einem Twitcher, wie jemand Spaß hatte, mich zu killen? Wie man Kaya geschickt. Ja, kannst du machen. Kannst du ruhig machen. So, wo müssen wir rein? Wo war nochmal der Turmsaal? Ist schon wieder eine zu weit? Scheinbar, oder? Ne, das war die Bibliothek. Da geht's ganz. Da geht's lang. Einmal speichern. Ich weiß nicht, was gleich kommt. Oh, hallo, Triss. Doppelklick auf Heiltrank, um ihn Triss zu verabreichen. Wo ist der Trank denn? Da. Habt Dank, Geralt. Ich hoffe, dieser Trank hilft. Es war schrecklich. Ich träumte, dass Lambert bei mir war. Er starrte mich an und sagte Sachen wie: Sterb mir bloß nicht weg, Marigold. Und er nannte mich einen Dickschädel. Ich freue mich, euch zu sehen. Was ist? Freut mich, dass es euch besser geht. Ich weiß, wir sollten aufbrechen. Aber ich habe das Gefühl, wir kommen vielleicht nie zurück. Wollt ihr nicht noch etwas bei mir bleiben? Wenn ich das mache, muss ich auf 18 schalten. Ich weiß nicht, wie Twitcher es sieht. Wartet mal. Ich weiß nicht, bis wohin Twitch sagt, ist okay und bis wohin wir Nein sagen. Deswegen
Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Ich finde es zwar selber nicht so schlimm, aber wir machen es einfach. Wir machen es. Kennzeichnen das hier noch. So. Ja, das hatte ich schon im Dropship. So, warte, gucke ich mal kurz an. Oh. Was? Wo liegt die Leiche? Im Dropship. Okay. Oh Mann! Hab mir jetzt gerade mal den Clip angesehen. Oh Mann! Ja, etwas! Klein wenig! So, ich hoffe, dass jetzt Twitch nicht irgendwas sagt. Ich nehme an, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich bin ja so froh, dass ihr wieder da seid. Ich habe auf Inhalte für Erwachsene geschaltet. Als ich euch sah, kamen alle Gefühle, die ich leugnen wollte, wieder stärker denn je. Das ist eigentlich nichts Schlimmes, aber... Triss, ich bin noch nicht bereit, über die Vergangenheit zu reden. Natürlich, ich sollte euch nicht drängen. Ich fühle mich nur so... Oh, ihr Mächte. Ich benehme mich wie ein pubertierendes Mädchen. Konzentrieren wir uns auf die Gegenwart. Ich weiß ja nicht, wie weit ich habe euch alle enttäuscht. Das sexuelle Inhalte sind. Deswegen. Ne? Schalte lieber auf Inhalt für Erwachsene. Dann können sie mir wenigstens nicht blöd kommen. Es ist nicht eure Schuld. Ihr habt uns geholfen. Ich weiß noch nicht, ob ich den. Das es Event jetzt auslöse oder nicht? Was ich empfand, als ich erfuhr, dass ihr lebt, ich wüsste nichts Vergleichbares. Ausgenommen vielleicht, was ich empfinde, wenn ich euch ansehe. Wie gesagt, es ist eigentlich ich nichts habe Schlimmes. Euch ja so vermisst. Aber mal sehen, ob das beste Bett in Kaer Morhen uns aushalten kann. Ich weiß halt, wie gesagt, nicht, inwieweit Twitch sagt, ist okay, ist nicht okay. Bei YouTube ist er ja zum Beispiel ganz, ganz rigoros. Ich hatte nämlich mal ein Thumbnail von Witcher 1 gemacht. Und man hat weder die Oberweite noch sonst irgendwas gesehen. Es war nichts, die Frau war noch bekleidet. Ihr erinnert und es galt der sexuelle Inhalt. Und ich saß da nur und dachte so, nun, was? Dann habt ihr etwas, bitte? Worauf ihr euch freuen Hallo? Könnt. Hallo? Geht's noch? Die Frau Erzählt ist bekleidet. Mir, wie ging der Kampf aus? Sie brachen wurde das halt Labor angedeutet, ein, aber töteten Leo... Stahlen ja. Unsere Mutagene ne? Und entkamen. Armer Wesemir, wieder ein Schützling, der vorzeitig starb. Wir haben mit der Beerdigung gewartet, deutlich schlimmeres bis ihr wach seid. Vielen Dank. Was Vielleicht die Mutagene betrifft, bekleidet. Ihr Verlust könnte eine Katastrophe Aber bedeuten. Die war noch mehr Vergeuden bekleidet wir keine als Zeit Chris mehr, jetzt hier. Außer ihr möchtet mich noch etwas fragen. Ich meine, da waren die Dinger noch weiter eingepackt. Als sie da sind... Und trotzdem wurde es halt gesperrt, weil es anzügliche und sexuelle Inhalte beinhielt. Na? Durfte dann, oder sollte dann ein neues Thumbnail machen. Ich habe es dann aber gelassen. Ist jetzt das einzige in der Liste, was kein Thumbnail hat. Die Dinger ist bloß, ja, trotzdem. Wir sollten Wesemir nicht. Ich benenne sie halt so. Dann kommt. Besser als wenn ich sage, ich kenne tatsächlich jemanden aus der alten Klasse noch von früher, der immer Kürbisse gesagt hat. Wo ich mir immer gedacht habe, was meinst du jetzt mit Kürbissen? Was? Hä? Kürbisse?
Wir wissen nicht, woher die Banditen kamen oder wer dahinter steckt. Als Gruppe erregen wir nur Aufmerksamkeit. Im Sportunterricht außerdem können wir ein größeres Gebiet absuchen, wenn wir uns trennen. Habt ihr eure Kürbisse wieder eingepackt? Ich gehe nach Westen. Dort kenne ich ein paar Leute und ich bevorzuge das Küsten. Dann gehe ich nach Osten, nach Cadwin, wenn niemand Einwände hat. Gut. Wohin sollte ich gehen? Nach Süden, nach Temerien. König Foltest steht in eurer Schuld. Vor einiger Zeit habt ihr einen Fluch von seiner Tochter genommen. Ach ja, das war das Vielleicht Ding. Stoßt ihr dort auf die Fährte der Banditen. Und ihr, Triss? Ich werde meinen Einfluss nutzen, um die Banditen zu finden. Wenn stimmt, ich etwas erfahre, nehme ich mit keine Verbindung auf. Der war sowieso nicht ganz... Also ich glaube, er hatte eine kleine geistige Benachteiligung. Sicher bin ich mir natürlich nicht, aber ich könnte es mir vorstellen. Ich sammle so viele Informationen wie möglich und treffe euch in Vizima. Triss. Nicht der hatte halt manchmal solche Aussätze. Ich hasse Abschiede. Ich muss dann weinen und es gibt nichts Jämmerlicheres als eine weinende Zauberin. Ich lasst euch nicht töten, Geralt. Haben. Ich würde das nicht nochmal ertragen. Wir sehen uns bald. Auf bald, ich will Triss. Auch diese Haarfarbe haben. Also nicht seine. Die von Triss. Den Räubern Geheimnisse zu stehen, durch die Hexer jahrhundertelang behütet hat. Die Anführer, ein sirikanischer Magier, erwies sich selbst für Triss Merigold als zu mächtig. Die Hexer begaben sich auf die Suche nach den gestohlenen Geheimnissen und brachen in alle Himmelsrichtungen auf. Mordor. Geralt von Riva ging südwärts nach Vizima. Und Vizima meine ich auch im dritten Teil dran vor? Caroline, ich bin müde. Es ist nicht mehr weit. Wir sind bald da. Ach, der Bengel wieder. Mir ist kalt. Wir besorgen dir etwas warme Milch mit Honig. Was hältst du davon? Das ist toll. Danke, Caroline. Was machen denn die Hunde da? Hunde? Ich glaube, die Hunde haben gerade ihren Spaß. Alvin, mach genau, was ich dir sage. Das ist wichtig. Also, lauf so schnell du kannst zum Gasthaus und schau nicht zurück. Verstanden? Das sind böse Hunde. Lauf! Das sind grüne Hunde. Zur Hölle. Schließ das Tor, schnell! Die Bestie greift an! Gebt Alarm! Ach, tschüss! Und der liegt da nun. Geralt! Euch hat Melitele gesandt. Draußen ist eine Frau. Die Hunde werden sie in Stücke reißen. Helft ihr! Hilfe! Nein! Öffnet das Tor nicht! Ich schon verloren. Ihr lasst die Bestien ein! Genau. Diese Hunde bringen den Tod. Was seid ihr für Ungeheuer? Tretet beiseite. Ich werde sie selber retten. Halt! Geht nicht allein daraus. Verdammt sollt ihr sein! Wir werden alle sterben! Hallöde. Noch mehr von den Viechern. Was war denn das? Magie sicherlich. Die Bestie. Geralt, seht! Das Zeitalter von Schwert und Axt rückt näher.
das Zeitalter des weißen Frosts und weißen Lichts. Das Zeitalter von Wahnsinn und Verachtung. Ted Derriat, das letzte Zeitalter. Die Welt wird im Eise untergehen und mit der neuen Sonne wiedergeboren werden. Wiedergeboren aus dem Blut der Alten, aus Henichea, aus einem Samenkorn. Ein Samenkorn, das nicht keimt, sondern in Flammen aufgeht. Die alte Elfenprophezeiung von Itlina. Ich hoffe, es geht ihm gut. Offenbar hat er uns vor der Bestie gerettet. Ja, sieht so aus. Ich hoffe, er ist nicht verletzt. Ich werde jemanden finden, der ihn versorgt. Er sollte nicht allein bleiben. Wir quartieren uns im Gasthaus ein. Wartet mal. Auf dem Weg hierher bin ich wilden Hunden begegnet. Völlig anders als diese, nicht nur wegen des grünen Pelzes. Wisst ihr etwas darüber? Die terrorisieren das Dorf schon seit einer Weile. Alle paar Tage erwischt es einen der Bewohner. Die Meute wird von einem großen Hund, vielleicht auch einem Wolf, angeführt. Die Leute nennen ihn die Bestie. Vielleicht gibt es jemanden, der bereit wäre, für den Tod der Bestie zu bezahlen. Das ist doch eines Hexers täglich Brot, nicht? Aber genug von Ungeheuern. Was führt euch hierher? Ich suche nach Männern mit Salamanderabzeichen. So jemanden bemerkt in der Gegend? Nicht so laut. So jemand war hier, aber die Bauern werden nicht darüber reden. Der Geistliche weiß vielleicht etwas. Fragt ihn auch nach der Bestie. Mach ich. Wolltet ihr mich noch etwas fragen? Von Salamandra habe ich schon sehr lange nichts mehr gehört. Wisst ihr etwas über sie? Ich denke, das sind Banditen, die die Einheimischen einschüchtern. Gestern brachten sie einen Jungen zurück, den sie mit einer Lamia ausgepeitscht hatten. Einer Lamia? Eine Peitsche aus Maihin, mit kleinen Dornen und Haken. Mit jedem Schlag reißt sie Haut und Fleisch weg. In den meisten zivilisierten Ländern ist sie verboten. Der Junge war im Delirium und murmelte etwas von einem Lösegeld und dem Geistlichen. Leider starb er in jener Nacht. Hab Dank. Ich bleibe vielleicht länger als geplant. Warum interessiert ihr euch so für die Salamandra? Sie haben jemanden getötet, den ich mochte. Und mir etwas gestohlen. Möchte nicht in deren Haut stecken. Sind wir uns schon mal begegnet? Ich bin es, Shani. Erkennt ihr mich nicht? Was ist euch bloß widerfahren? Es hieß, ihr seid einem Massaker in Riva zum Opfer gefallen. Ich habe mein Gedächtnis verloren. Ich erinnere mich leider nur an die letzten Wochen. Ich fürchte, da kann ich nicht weiterhelfen. Hier im Norden ist die Medizin noch nicht so weit. Allerdings weiß ich, dass die Erinnerungen bisweilen von selbst zurückkehren. So schlimm ist es auch nicht. Ich gewöhne mich daran. Ich gebe es ja nur ungern zu, aber Zauberer können da mehr ausrichten als unser einer. Vielleicht kann einer von ihnen euch helfen. Was führt euch in dieses Dorf? Ich bin unterwegs zum St. Majoran Krankenhaus in Visima, um bei der Bekämpfung der Katriona-Seuche zu helfen. Wann brecht ihr auf? Nachdem ich den Opfern des Hundeangriffs geholfen habe. Und was wird aus Alvin? Ich weiß es nicht. Ich kümmere mich erstmal um ihn. Vielleicht nimmt ein Dörfler ihn bei sich auf. Er wirkt aufgeweckt. Irgendjemand nimmt ihn ganz bestimmt. Wolltet ihr mich noch etwas fragen? Nee, ich glaube, das war's. Wir sprechen uns noch. So. Jetzt erstmal Leichen plündern. Das geht natürlich vor. Wissen wir noch nicht, was wir mit den Schädeln anfangen. Kann auch sein, dass wir die Schädel später noch für eine Quest brauchen. Bin ich mir jetzt gerade gar nicht mehr so sicher. Nee, du gibst mir leider nichts. Das ist ein Feuersteller. Was? Feuerstein? Jetzt scheint es gut. Ja. Hier stehen noch Leute. Seid gegrüßt. Teilchen. Seid gegrüßt. Welch ein verabscheuungswürdiger Ort. Ich sitze hier mit meinen Waren fest und in der Stadt harren Frauen, Kinder meiner. Warum kommt ihr nicht hinein? Die Simas Tore sind zu wegen der Pest. Bei den Göttern, nichts ist schlechter fürs Geschäft als solchen. Ich denke, wir können nur warten.
Die meisten Kranken sind tot. Doch nun verbreiten die Bestie und Banditen Angst und Schrecken. Jetzt fehlen nur noch Steuereintreiber. Kann ich euch etwas fragen? Was? Was hat es mit dieser Pest auf sich? Mit der Pest? Ist eine Art Beulenpest. Ich meide jeden, der auch nur kränklich aussieht. Habt ihr keine Angst? Ich bin immun gegen ansteckende Krankheiten. Großvater hat das auch behauptet. Er beharrte darauf, dass seine Pestbeulen nur Pusteln wären. Möge er in Frieden ruhen. Was? Erzählt mir von der Bestie. Sie soll eine Art Phantom sein, das aus dem Nichts auftaucht und jene ermordet, die das Gewissen plagt. Interessant. Tja, königliche Beamte wären ein Festschmaus für sie. Und andere Gespenster dienen ihr in der Gestalt von Bluthunden. Ich muss wohl die Einheimischen fragen. Was? Gibt es Banditen im Umland? Wahrhaftig, ja. Die nennen sich Bürgerwehr und verlangen Schmiergeld. Auch soll eine Sekte aus Vizima hier eingetroffen sein. Tragen diese Männer das Salamander-Symbol? Bin ihnen nie begegnet. Aber wenn es sich um eine Sekte handelt, weiß der Geistliche sicher mehr. Ich frage ihn. Was? Lebt wohl. Gut, dann werde ich jetzt einmal hier noch kurz ins Lager gehen. Dann verteilen wir noch mal ein paar Punkte. Würde ja jetzt, glaube ich, wieder möglich sein. Ja, gut. Sehr viele sogar. Stärke. Mittel gegen Schmerz. Über das einmal. Waffen ausweichen. Blenden. Ja. Bei Art will ich auch noch was machen. So, und jetzt kümmern wir uns hier mal um die Schwerter. Schmerz, Schaden, Schmerz. Mal. Was? Und... Ich glaube, jetzt wäre erstmal das Starschwert noch ganz gut, wenn wir hier weitermachen. So. Dann meditieren wir mal bis zum Morgen. Und es regnet immer noch. Ganz toll. So, aber dann speichere ich hier erstmal. Und dann machen wir hier morgen weiter.